Das ist wirklich eine schlechte Nachricht. Der Start des James Webb Weltraumteleskops wird schon wieder verschoben und der Grund ist diesmal ziemlich beunruhigend. Das revolutionäre Teleskop funktioniert nicht richtig. Was konkret schiefgelaufen ist und welche Konsequenzen das hat, jetzt in Klicks zum Science Fiction. Herzlich willkommen. Das ist wirklich eine sehr schlechte Nachricht. Der Start des absolut revolutionären James Webb Weltraumteleskops muss schon wieder verschoben werden. Das Teleskop wird eine neue Stufe der Forschung erreichen, wenn es denn endlich gestartet ist. Das Riesen-Weltraumteleskop hat eine, Achtung, 100-fach bessere Auflösung als das derzeitige Rekord-Weltraumteleskop Hubble. Das ist wirklich spektakulär. Das James Webb Weltraumteleskop, kurz JWST, ist nämlich speziell darauf vorbereitet, Leben auf Exoplaneten zu entdecken. Anhand des Sternenlichts, das durch die Atmosphäre eines solchen Planeten zu uns gelangt, kann diese Atmosphäre analysiert werden und das JWST kann das mit ungeahnter Perfektion und sucht zudem im infraroten Bereich. Dieser langwierige Bereich dringt besser aus allen Teilen des Weltraums zu uns durch. Gibt es auf den vom JWST untersuchten Planeten Leben, hat die Atmosphäre eine ganz bestimmte Zusammensetzung und diese kann dann anhand der Bilder perfekt analysiert werden. Es ist also ein Riesenschritt bei der Suche nach außerirdischem Leben. Zudem soll es in die Zeit kurz nach dem Urknall blicken und die Struktur und Entwicklung von Galaxien untersuchen. Hier könnten bedeutende Erkenntnisse zur dunklen Materie und deren Existenz oder eben auch Nicht-Existenz gewonnen werden. Und Sterne und Planetensysteme sollen näher beobachtet werden. Durch die wirklich ungeheuerliche Auflösung sind von dem Teleskop wirklich unglaubliche Erkenntnisse und Aufnahmen zu erwarten. Doch jetzt kann man sagen, wann das sein wird, das steht in den Sternen. Nein, ganz so ist es nicht, aber das ist schon ein Rückschlag. Bei einem Stresstest lockerten sich jetzt einige Schrauben und das darf natürlich nicht sein. Jetzt muss geklärt werden, woran es lag und das Problem beseitigt werden. Damit dafür genug Zeit bleibt, wurde der Start jetzt vom Mai 2020 auf den 30. März 2021 verschoben. Dieses Datum, und das ist die gute Nachricht, soll jetzt verbindlich sein. Wir sind gespannt. Wenn ihr keine Videos dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir auch noch vor allen anderen vom neuesten Video täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social and Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die, genau, die Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Aliensuche, heute beginnt eine neue Ära. Bis dann. Bleibt dran.